Hallo ihr Lieben, es gibt wieder eine neue Folge Intim, dem Sex-Podcast von Eistee. Und ich bin natürlich nicht alleine unter der Kuscheldecke. Hallo liebe Nadine, du bist auch da. Hallo Ben. Und wir machen heute mal was Intimes, aber auch was sehr Überraschendes, wie ich finde. Ja, allerdings. Und zwar, es rappelt in der Kiste, würde ich sagen. Definitiv, es rappelt im großen Adventskalenderkarton. Genau, Weihnachten steht vor der Tür. Passend dazu gibt es natürlich auch von Eistee einen Adventskalender. Und warum ihr euch den nicht entgehen lassen dürft, das werden wir heute mal so ein bisschen erforschen. Lüften. Wir lüften so ein paar Geheimnisse und öffnen so ein paar Türchen von dem Kalender und erzählen mal oder gucken mal, was da so drin ist. Genau, und zwar, es gibt ja zwei verschiedene Versionen, richtig Ben? Genau. Wir haben die Premium Edition, die kostet 149,99 und dann gibt es noch eine Deluxe-Version, die kostet 79,99. Und wir haben natürlich die Premium-Version. Und öffnen da mal jetzt so ein paar Türchen. Ich würde sagen... Darf ich? Ja, du darfst. Spring mal rein. Okay, alles klar. Okay. Ah. Was haben wir denn da? Beschreib doch mal dieses formschöne Gerät. Es ist schwarz, es ist Gold, es ist ein Vibrator mit einem Kugelkopf und er klingt so. Kann der? Ah, ja. Ich fühle mit. Also ich, vielleicht ist ja interessant, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon wissen, um was es geht. Die können ja in ihrem Kopf mal so ein bisschen raten. Also ich glaube, man legt das auf die Klitoris auf. Zum Beispiel, also ich glaube, es muss gar nicht mal zwangsläufig die Klitoris sein, oder? Ich glaube, man kann es überall auflegen. Ja. Und es macht, es vibriert. Und es massiert möglicherweise auch. Ja, aber ich finde eigentlich noch wichtig zu erwähnen, dass es auch nicht nur ausschließlich für die Frau ist. Hatte ich schon mal gehört. Man kann sich das auch perfekt so an den Damm halten, genau, und richtig, den massieren lassen, denn es ist ein Massagestab. Ja, ne? Genau. Ja. Doch, kann man so festhalten. Es sieht sehr schön aus, oder? Also schwarz-gold, ist schon ein bisschen edel auch. Ja, ist schon ein bisschen dekadent. Ja. Und man kann diesen Kopf auch, glaube ich, ganz gut biegen und so, ne? Ja, das genau. Ist auch ganz geil. Der ist beweglich. Dann kann man den Druck nochmal manuell ein bisschen anpassen. Also ich glaube, man könnte sozusagen, also ich habe da so eine Idee gerade im Kopf, dass du vor mir liegst und so eine Rückenmassage mit diesem Stab kriegst. Ne? Rückenmassage? Ja, erstmal da fängt man an. Ja, okay. Und dann wandert man zu anderen erogenen Zonen. Zu anderen erogenen Zonen. Möglicherweise. So stelle ich mir dieses tolle Türchen-Nummer, verraten wir jetzt nicht, vor. Spannend. Ah, ich bin aufs nächste Türchen gespannt. So, was haben wir denn da? Okay. Ich glaube, das ist recht eindeutig, oder? Aber lass es uns, komm, wir beschreiben es mal geil und dann, ich frage mich, was die Leute denken werden. Also es glitzert wie ein Diamant. Ja, also es hat auf jeden Fall einen sehr auffälligen, rosanen Diamanten an dem einen Ende. Und es ist kein Schmuckstück, obwohl man könnte damit auch als Schmuckstück rumlaufen. Die Frage ist nur, was die Leute sehen werden. Also es ist kein Ohrring und kein Ring und nichts fürs Gesicht. Nee, nichts. Aber man steckt es sich wo rein. Ja. Und hinten guckt sozusagen der Diamant raus. Es ist silbern oder Edelstahl oder Metall? Ich behaupte jetzt mal, das ist Edelstahl. Ist es kühl? Ja, es ist sehr kühl. Das Geile ist, man kann es sozusagen mit der Hand, also so eine Toys würde ich immer, vorher, ich würde meine Hände warm machen und das dann erwärmen. Die sind coole Wärmeleiter. Mhm. Das ist ganz spannend. Man sollte dieses Gerät, von dem wir euch gleich sagen, was es ist, nicht eiskalt irgendwo reinstecken. Und wir können ja kurz mal die Form beschreiben. Es ist so ein, ich würde Zapfen sagen, ein Zapfen mit einem Stiel und einem Diamanten am Ende. Mit einem Diamanten am Ende. Ihr seht schon, die Folge wird ein bisschen lustiger. Es ist auch schwer, solche Dinge irgendwie zu beschreiben. Ja, es ist gerade mal, ne? Auf, oder? Ja. Es sieht auch ein bisschen aus wie ein Pick auf der Spielkarte. Richtig, es ist ein Buttplug. Ja, genau. Es ist ein Analplug und den könnt ihr euch... Für alle, die es erraten haben, herzlichen Glückwunsch. Ich wäre niemals drauf gekommen bei dieser Beschreibung. Ich wahrscheinlich auch nicht. Wie gesagt, ich würde das auf jeden Fall definitiv ausprobieren. Für Frau und Mann, das ist total irrelevant. Oder für jeden Menschen. Ja, definitiv. Das macht Spaß. Vor allem, ich finde das, kannst du ja kurz erzählen, also wenn ich einen Orgasmus kriege und das Ding im Po habe, das fühlt sich ziemlich geil an. Ja, das glaube ich, weil dann zusätzlich die Prostata noch stimuliert wird. Ja. Ja. Und einfach der Anus hat auch so viele Nervenenden. Oh ja. Es gibt ja diesen äußeren Ring, also könnt ihr da auch gerne, ihr da draußen gerne mal abtasten. Das ist spannend. Und immer natürlich, vielleicht kommt es gleich noch in einem Türchen, viel Gleitgel.
natürlich, ganz wichtig. Ja, das stimmt, wichtig. Machen wir weiter. So, weiter geht's. Hast du auch so aufgeregt? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Ist ein bisschen größer, das Päckchen. Ach, wie passend. Gerade noch drüber gesprochen. Tada! Ist es Gleitgel oder ist es irgendwie Massagegleitöl? Aromatherapie. Es ist tatsächlich Gleitgel, was ich sehr spannend finde, gut, das kann man jetzt schwer beschreiben, deswegen sage ich es einfach. Es ist Bratapfel, es ist Gleitgel Winter Edition. Aber das ist geil. Ich meine, wenn schon, du so. Oder? Ich will mal dran riechen, warte. Wenn du so ein paar Kerzen anhast. Boah, das riecht richtig gut. So wie frisch Ofen aufgemacht. Ja, jetzt kriege ich Hunger. Also man könnte damit auch Sex in der Küche haben. Genau, richtig. Weihnachtlichen Sex in der Küche, wer kennt's nicht. Was für ein Gleitgel hast du denn immer? Tatsächlich geruchsneutrales, höchstens mit ein bisschen, mit einer leichten Aloe Vera Note. Ah ja. Genau, aber das bin ich echt positiv überrascht gerade. Normalerweise finde ich solche Geruchsnoten immer sehr künstlich, aber das... Ich habe immer Duftkerzen. Oh, Duftkerzen sind toll. Ja, dann ist aber dieses Öl ja auch ziemlich geil, weil dann brauchst du die Kerzen. Willst du auch mal riechen? Ja. Nochmal. Nimm mal eine Nase. Okay, das ist auch relativ dezent. Und es riecht wie ein frisch gebackener Keks. Ja, eigentlich. Sag ich ja, man kriegt richtig Hunger. Okay, das ist geil. Dann kann man den anderen sozusagen ablecken. Ja, oder ablutschen. Aufessen. Also, macht es auf Körperstellen, die ja schon immer mal ablutschen und die lecken. Die appetitlich aussehen. Ja. Tut Dinge damit. Okay. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Sehr intim heute. Ja, wir haben noch so viele Päckchen hier. Oh. Ah, es ist was zum Anziehen. Oh, das ist ja süß. Ja, Ben, was siehst du hier? Beschreib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ich hier gerade anziehe. Möchtest du es vielleicht mal anziehen? Also ich glaube, man muss sich vorher ausziehen. Nein, klar. Es ist. Ich würde sagen, das ist ein Hauch von, ja, nicht viel. Ja. So ziemlich nichts. Ja, das stimmt. Aber das ist, ein schwarzes, ein kleines, kurzes schwarzes, oder wie heißt das? Ja, genau. Das kurze, kleine schwarze für oben drüber. Wow, das ist eine sehr interessante Formulierung. Ja, es schaut tatsächlich aus wie ein schwarzer, durchsichtiger oder transparenter Bademantel, Kimono. Kimono, so ein Nachtüberschmeißding. Ja, kann man sich übers Negligé werfen. Ja, man kann darunter, also ich glaube, das ist wahnsinnig spannend. Also man kann es zum einen, wenn man nackt ist, tragen. Oder du hast heiße Dessous darunter an. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann sieht man das halt so durchglitzern und schimmern. Ja. Das ist schon ziemlich... Es verdeckt eigentlich nichts, aber dennoch ist man nicht nackt. Ja. Angezogen nackt. Ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung immer, dass man sich nackt vielleicht immer so ein bisschen total offenbart und unwohl fühlt. Und damit sieht der Partner oder die Partnerin noch ziemlich viel oder ziemlich alles. Aber man hat irgendwie was an. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, das stimmt. Mach was noch, mach noch was auf. Ja, alles klar, ich merke schon. Ja. Oh, das ist geil. Okay, das Ding. Alles klar, ich merke schon, das ist dein Part. Zeig mir mal das andere noch. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was das andere ist. Also, was ich da noch alles einklemmen soll. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist auf jeden Fall super geil. Also das kann ich nur empfehlen für jeden. Es ist eine Schnur aus Gummi in dem Fall oder Latex. Es ist sehr flexibel. Es ist sehr flexibel und darunter ist so wie so ein Knopf, so ein Zuziehknopf, die ihr von irgendwie vom Rucksack kennt oder so, von Schnürrucksäcken, die man dann so zuziehen kann. Mit diesen Zuziehverschlüssen kann man was einklemmen und in den meisten Fällen macht man das mit seinem Penis oder seinem Hoden oder mit beiden oder wie bei den beiden Teilen. Man kann einen benutzen für beide oder einen um beides reinmachen. Kannst du mir noch folgen? Also es ist im Endeffekt ein variabler Cockring. Ja. Sehr gut, du hast es auf den Punkt gebracht. Okay. Genau, und mit dem anderen kann man direkt beides einklemmen. Man kann sozusagen den Penis einklemmen und den Hoden. Ich denke einfach, dass es das sein soll. Das wäre echt komisch, wenn ich hier was anderes beschreibe. Aber meinst, das da könnte auch man damit Brust machen. Drin einklemmen? Habe ich auch gerade überlegt. Es kommt auf die Brustgröße an. Nee, ich glaube, wenn man das eng zuschnürt, dann kann man auch beide Brüste da auch reinpacken. Also, wir haben ja auf jeden Fall Gummis, mit denen man Körperteile abschnüren kann. Halten genau. Wir das doch mal so fest. Und tut es. Also, probiert es. Ich finde es toll. Es macht tolle, es tut tolle Dinge. Alles klar, so, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ein großes. Und mach mal erst das. Ja, okay, mach das große. Nee, mach das große zum Schluss. Was machst du denn? Das zum Schluss? Ja. Das kleine, das Doppelding. Das Doppelding? Ja. Geht das Teil 1, ne? Ja, genau. Oh. Okay, finde ich auch. Kenne ich. Ganz klare Empfehlung meinerseits.
Ah, okay, okay. Alles klar. Das ist das, womit man es lädt. Ja. Ja, geil. Beschreib's mal. Okay, ich habe hier einen ziemlich gebogenen Vibrator in der Hand. Und ist der ein Vibrator, ja? Der vibriert, ne? Ja, ja, so sagen wir einfach, der vibriert definitiv. Ja, das tut er, da bin ich mir sehr sicher. Hört, ah, ja. hört. Macht dich das, also dieses Geräusch? Ja, das triggert auf jeden Fall einiges in mir, weil kommen schöne Erinnerungen hoch. Ich finde das auch irgendwie, mich macht das auch an, obwohl ich das nie für mich, also okay, den schon, weil. Ich wollte gerade sagen. Da, also, das ist ja sozusagen zweimal Spaß. Double Joy. Der genau heißt das so, sein. Genau, das ist ein ja. Double Joy Vibrator. Das ist der Satisfier Double Joy, um genau zu sein. Und willst du mal erzählen, ich habe den persönlich noch nie benutzt. Nee, ich schon. Nee, also ich habe... benutze mal nur den für die Frau tatsächlich. Ah ja, deswegen, da musst du jetzt nochmal mit deinem Wissen aushelfen. Also ich erkläre nochmal kurz oder ich erzähle euch nochmal kurz, wie der aussieht. Also das ist einfach ein U, kann man sich so vorstellen. Und der ist dafür da, dass man den oberen Teil auf die Klitoris auflegt und den unteren Teil, also so ein gebogener Auflagevibrator mit einem Teil, den man in die Vagina einführt. Und also oben liegt er auf der Klitoris auf und der andere Teil wird in die Vagina eingeführt. Und dann kommt noch ein Penis hinzu, im Idealfall. Also man kann auch andere Dinge hinzufügen, aber... da kommt noch ein Penis hinzu. Der obere Teil an der Klitoris vibriert und der untere Teil vibriert. Und das ist wahnsinnig intensiv für den Penis und für die Vagina. Weil zum einen wird die dadurch noch enger und man hat also ein engeres, ein intensiveres Gefühl am Penis und in der Vagina. Und es vibriert und dann noch auf der Klitoris. Und ich denke, Gleitgel ist hier auch wieder recht wichtig. Kann das sein? Auf jeden Fall. Das Gleitgel geht auch immer auf, wenn man keine Toys benutzt. Ja, das stimmt. Aber das wäre mir jetzt so als erstes irgendwie noch eingefallen. Aber das ist wahnsinnig. Probiert es aus. Kann ich dazu nur sagen. Das ist echt cool. Und der hat auch wieder verschiedene Stufen und verschiedene Vibrationsmuster. Und da kann man auch einfach mal verweilen. Das heißt, da muss man gar nicht irgendwie noch extrem stoßen oder Nö. Ähnliches. Einfach, weil die Vibration schon Erregung erzeugt. Ja, genau. Das ist, tut es. Tut es. Tut es mit Lust. Alles klar. Ja. Hört auf, Ben. Mach noch was auf. Das ist hier auch nochmal ein recht großes. Ach, schau mal, Ben. Ja, das finde ich geil. Hört. Was wird es wohl sein? Wollen wir das vielleicht mal live ausprobieren? ich würde mich opfern. Ja, würdest du deinen Po zur Verfügung stellen? Ja, auch. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das für den... Ich mach mal auch bei mir. Oh, das zieht schon in der Hand, ne? Ja. Das ist ein... Würdest du es Pedal nennen? Ja, ein sehr schmales auf jeden Fall. Ein sehr schmales Pedal. Und was schön... Also, ein Pedal to go. Ein praktisches Accessoire für die Sexparty. Ja, man kann das auch für sämtliche andere Ballsportarten nutzen. Ballsportarten, verstehst du? Ich spiele da auf die Hoden an, falls man meinen Witz jetzt nicht verstanden hat. Die könnte man damit möglicherweise auch paddeln, aber dezent. Also ich glaube, das finde ich ganz geil, aber dezent. Also ja, wer auch immer da den Paddel in der, oder das Paddel in der Hand hat, bitte dezent am Hoden paddeln. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, für den Hintern. Also eigentlich kann man damit alles paddeln. Ja, ich wollte gerade sagen, auch gerade für die weibliche Brust ist das eigentlich auch sehr... Siehst du, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist auch sehr schön, ne? Ja, das ganz ist schwarz. Man kann es auch, man hat extra so eine Schlaufe, das finde ich auch ganz gut. Man könnte es auch als modisches Accessoire, so wie ich es mir gerade über Handgelenk lege. Aber das ist gut, weil dann fällt es nicht aus der Hand. Ja. Falls man mal etwas intensiver mit paddelt. Eifer des Gefechts, genau. Ja, da kann man schön mal links und rechts abwechselnd dem oder derjenigen den Po versäumen. Und weiter geht's. Ja, bitte. Jetzt haben wir ein Riesenpäckchen liegen. Bist du auch so aufgeregt? Ja. Ist das Größte. Ja. Aber es ist nicht die 24, ne? Die machen wir natürlich nicht auf. Das ist die größte Überraschung, die lassen wir euch zu. Das ist die 12. Zu Hause. Okay, es ist die Hälfte. Aus der Reihe hatten wir schon ein Toy. Ah, das ist was. Oh ja. Ja, das ist auch wieder was, wo ich eigentlich selber nicht viel zu sagen kann, weil das ist definitiv krass, ein Sextoy für den Mann. Ja. Genau. So, jetzt machen wir erstmal wieder hier den Hörtest für unsere Hörerinnen und Hörer. Oh. Und es ist, man hört es vielleicht. Verschiedene Stufen. Ja. Es ist keine, ich weiß nicht, ob ihr es da an den Zuhörgeräten gehört habt, aber es hat nicht so eine normale Vibration, ne? Also da klingt noch was mit, finde ich, diese Labien, wenn ich sie fast nenne. Ja. Beschreib doch mal das Teil, was du in deiner Hand hast. Ich habe hier einen schwarzen Stab in der Hand, der am oberen Ende zwei labienartige
Vorstülpungen hat, die scheinbar dafür da sind, um den Penis zu umschließen, oder? Ah, ja, ich glaube, es ist ein Wand Man. Ja, also ist der, ein Masturbator. Genau, das ist der Wand für den Mann. Und es ist genau ein schwarzer, also schicker, auch formschön irgendwie. Ja, also ich wollte gerade sagen, ist auch wieder sehr, sehr edel. Massagestab. Und aus der Satisfier-Linie auch. Wir hatten ja eben schon den Satisfier Double Joy. Jetzt haben wir hier den Satisfier Wand Man. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Das müssen wir noch ein bisschen üben, so Dinger zu beschreiben. Ich nehme ihn mal in die Hand. Ja. Ich kenne mich damit aus. Also wie man das benutzt, das kann ich euch ja mal erzählen. Genau, man steckt sozusagen seinen Penis da rein. Also man steckt ihn gar nicht rein, weil das Coole ist, der ist so diese, ja, ich würde sie echt Lippen nennen. Der Penis wird davon umschlossen. Der ist nicht komplett. Und die sind so sehr flexibel. Ja. Und da führt man seinen Penis ein und der hat auch hier so Rillen, ganz viele, oben und unten und an der Seite sogar, innen auch sogar. Und dann vibriert er halt logischerweise noch in verschiedenen Stufen. Und dann im Idealfall logischerweise mit Gleitgel nimmt man davon was und führt seinen Penis eigentlich, ihr seht das gerade nicht, aber ich mache das mit meinen Fingern, führt man den hier rein und raus. Und das ist halt auch der, also eigentlich stimuliert, eine Masturbationshilfe. Ja. Dass du den also über deinen Penis stülpst, der vibriert und dann hast du im Prinzip die Bewegung, als wenn du dir einen runterholst, aber es vibriert noch. Mit Vibration und genau. Und dass es halt noch durch diese Wellen oder durch diese Rillen, ja, massiert wird. Das kann man schon von unten nach oben einmal ziehen, wenn man möchte. Mhm. Also man kann den ganzen Penis von unten bis oben einmal verwöhnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den auch irgendwo anders hinklemmen kann. Möglicherweise. In Kombination mit den anderen. Also, was ich empfehlen kann als Mann, ihr solltet dieses Schlaufenteil. Der variable Cockring. Den variablen Cockring mit dem Wand Man zusammen benutzen. Eine Masturbationshilfe, also, genau. Die zusätzlich vibriert. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir haben schon, also hier sind voll geile Sachen drin. Ja, definitiv. Die man alle. Also so ein Kalender ist ja auch ziemlich cool, dann kann man tagtäglich irgendein neues Sexspiel mit ins Bett integrieren. Ja, es ist halt jeden Tag ein Stück weit Inspiration, einfach mal was Neues auszuprobieren und ja, ich denke, die ein oder andere Sache hat der ein oder andere von uns vielleicht auch noch nicht mal gesehen vorher. Ja. Ich muss ja auch zugeben, ich war ja gerade hier und da ein bisschen überrascht. Ich finde, wir sollten nochmal so eine Folge über Sextoys machen möglicherweise, wo wir uns dann noch so das ein oder andere angucken und wie man die so verwendet und was wir da so verwenden. Ja, wie ist das eigentlich bei dir, Ben? Benutzt du gerne Sextoys, oder? Ja, wie man das vielleicht mitbekommen hat, nehme ich da gerne mal das ein oder andere zur Hand und zur Hilfe, weil es nimmt auch, es hört sich komisch an, aber da reden wir dann einfach das andere Mal drüber, Arbeit ab und verschafft mehr Lust. Ja, das stimmt. Und vermittelt vor allem eine ganz neue Form von Lust, weil gerade Vibration ist ja jetzt ein bisschen schwer nachzuahmen, richtig? Ja, das ist wirklich schwer. Von daher finde ich sehr praktisch, dass es die gibt. Ja, ich glaube, das ist so ein cooles, einfach so ein cooles Vorweihnachts. Ja, das Geschenk. Lohnt sich definitiv. Oh, das auch. Ne? Ich meine, im Endeffekt, was haben wir hier liegen? Das ist ja locker ein Warenwert von 900 Euro. Genau, in dem Premium sind 900 Euro drin, sozusagen. Das ist schon ziemlich cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und du hast jeden Abend, im Idealfall, eine heiße Nacht. Bis zur heiligen Nacht. Genau. Okay, der war schlecht. Aber ich glaube, das ist es, oder? Ja, das ist es. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, mit dir diesen Kalender auszupacken. Ja, und ich bin total aufgeregt. Ich würde eigentlich gerne noch viel mehr öffnen. Achso, ich dachte, du wolltest die Dinger jetzt probieren. Achso, ja, das auch. Können wir auch machen. Okay, von daher müssen wir jetzt hier leider Schluss machen. Wir ziehen uns jetzt mit dem Kalender zurück und freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Genau, und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Richtig. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.